Willkommen zu Lumina 1.4.0. Gerade vor kurzem rausgekommen. Viel Neues gibt es nicht zu berichten. Leider auch nicht viel, naja, sagen wir, Verbesserungen bei Funktionen, die noch nie so richtig funktionieren. Aber man soll die Hoffnung nie aufgeben. Was hauptsächlich neu ist, ist eine Funktion, die nennt sich Clone-Stand Tool oder Stempeln und so weiter. Und da kam natürlich schon eine Frage, wozu brauche ich das eigentlich? Ne? Ich kann ja auch hingehen und sagen, ich nehme den Radierer. So, deswegen nehme ich jetzt mal ein ganz triviales Beispiel hier. Diese Aufnahme gehe ich in Bearbeiten, ne, gehe auch entsprechend mal rein, zoome sozusagen rein. Das ist eine kleine Aufnahme, ist mit einer Point-and-Shoot aufgenommen. Und jetzt sage ich mal, ich möchte jetzt hier dieses Fahrzeug entfernen mit dem entsprechenden Besitzer. So, das geht natürlich. Ich gehe jetzt hier auf Radieren. Na, im Prinzip mache ich jetzt hier einen entsprechend großen oder entsprechend kleineren Bereich, den ich auswähle und sage, okay, das soll er mir jetzt hier radieren. So, kennen wir und das Ergebnis ist relativ zufällig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt schon mehrmals ausprobiert und ich bekomme immer unterschiedliche Ergebnisse. Also irgendwo scheint da schon ein Zufallsmechanismus drin sein. Aber lassen wir es einfach mal so. Ne? Also es ist jetzt nicht sauber. Es gibt bessere Möglichkeiten. Kommen wir gleich drauf. Ich gehe jetzt nur mal hin und sage, okay, ich möchte das entsprechend trotzdem weghaben. Ne? Ist immer noch unsauber. Ne? Also gehe ich hin und sage, okay, dann nimm mir das alles weg. Ne? So baue ich langsam aber sich die Sache auf. Ist sehr verschmiert, wie man sehen kann. Ist also auch nicht ideal. Kommen wir gleich noch drauf. Da kommt nämlich das Thema mit dem Klonen. Aber fangen wir jetzt erstmal hier an. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt wirklich ein gutes Ergebnis. Dann kann ich hier unten im Bereich Klonen anwählen und könnte zum Beispiel sagen, wie der Name es schon ausspricht, ich gehe hin und werde entsprechende Bereiche aus dem Bild einfach versetzen. Das heißt, ich habe hier so ein kleines Kreuz. Oben steht auch noch die Beschreibung, hier klicken, um die Quelle festzulegen. Ja, machen wir. Das ist jetzt die Quelle. So, wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann kann ich hier diese Quelle, wie man sieht, entsprechend duplizieren, klonen. Da kommt der Begriff her. Und kann sozusagen das, was gerade eben verloren gegangen ist, mir einfach wiederum da entsprechend reinsetzen. So, das ist zum Beispiel Version Nummer 1, wo man es einsetzen kann. Eine andere Version ist zum Beispiel, wenn ich jetzt das Problem habe, überlappende Dinge zu haben. Ne? Dort arbeitet der Radierer normalerweise auch schlecht. So, ein weiteres Beispiel sind so klassisch die Sachen, wo Dinge ja, sich überlappen, beziehungsweise wo im Prinzip natürlich das Programm nicht wissen kann, was soll ich dort ersetzen, wie sieht das Ganze aus. Also hier ist ein typisches Beispiel. Ich nehme jetzt ihn jetzt mal und will ihn raushaben. Ne? Das ist so klassisch, hier an den Kanten entlang, das ist übrigens etwas, was ich immer empfehlen würde, so nah wie möglich an den Kanten vorbeigehen. Aber natürlich haben wir jetzt keine 2 Stunden Zeit, also werde ich versuchen, da relativ schnell zu arbeiten. Ob ich jetzt grob oder fein arbeite, wird in diesem Beispiel auch nicht so den großen Unterschied machen. Aber wir wollen es natürlich trotzdem mal machen. So, radieren dauert jetzt natürlich etwas, deswegen schalte ich mal kurz ab. So, er hat hart gearbeitet und man sieht, das Ergebnis ist natürlich naja, ein bisschen zufällig, aber kann er ja auch nicht besser wissen, weil er weiß ja nicht, was dahinter ist. Und damit ist das, was man jetzt hier rein interpretiert hat, gar nicht mal so schlecht. Ne? Aber eben nicht das, was wir haben wollen. So, jetzt nehmen wir mal den Radierer wieder zurück und jetzt gehen wir mal ins Clone-Stand-Tool. Ne? Ich sage jetzt mal klonen hier und jetzt gehe ich mal auch hin und schalte das Ganze mal aus, damit ich mal reinzoomen kann. Ich sehe ja hier, ich habe ein ziemlich grobes Bild, also sprich sehr viel Rauschen. Das war auch eine sehr kleine Auflösung vom Bild her gesehen. Ich glaube 2 Megapixel oder irgendwie sowas um den Dreh. Ist aber egal. So, jetzt gehe ich wieder ins Klonen rein. Und jetzt sagt er hier wieder klicken, Quelle festzulegen. Jetzt kann ich natürlich hingehen und kann natürlich hier mit Alt auch jederzeit das Ganze ändern. Ne? Also immer wichtig zu wissen. So. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, jetzt nehmen wir doch mal den Bereich hier weg. Ups, da war ich zu. Und immer wieder neue Bereiche nehmen, damit ihr ja, möglichst wenig, ja, wie soll man sagen, entsprechende Situationen habt, wo Sachen sich verdoppeln, verdreifachen. Also all die Sachen, wo man dann auf den ersten Blick auch als Laie sehen kann,
da ist Entsprechendes passiert. Und so kann ich das Ganze hier machen. Ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr das machen wollt und ihr wollt sauber machen, dann seid ihr schon, ich würde mal sagen, eine halbe Stunde damit entsprechend beschäftigt. Aber im Gegensatz zum Radierer werdet ihr ein entsprechendes Ergebnis bekommen. Ihr müsst euch natürlich immer so vorstellen, wo ist die Linie, also wo geht jetzt hier sozusagen von diesem Hashtag das Ganze entsprechend runter. Wo hört das auf? Und da muss man natürlich auch irgendwann mal die Weichheit entsprechend ändern, weil wir haben ja hier eine relativ harte Kante. Man muss dann sagen, okay, ich nehme jetzt das Ganze und mache das relativ hart hier von der Kante her. Die soll ja entsprechend hart sein und passt das entsprechend an. Ich mache das Ganze jetzt nicht entsprechend fertig, weil ihr könnt euch vorstellen, das Ganze dauert wirklich entsprechend lange. Aber ich gehe nur mal ganz grob drüber, um so im Groben zu zeigen, wie weit das Ganze entsprechend funktioniert. Da war ich zu weit. Man muss immer aufpassen, wo man entsprechend abnimmt. Aber das Problem, oder das Vorteil, um es mal genauer zu sagen, vom Clone Tool ist natürlich, ich nehme ja Pixel von einem Bereich und setze die da rein. Das heißt, wenn ich mich vertan habe, gehe ich wieder in den Bereich zurück und hole mir wieder die gleichen oder die richtigen Pixel entsprechend. So arbeite ich mich da entsprechend dran. Das heißt, wenn ich jetzt hier rausgehe, und entsprechend mal raus, entsprechend zoome, dann sieht man schon im Ansatz, wie sich das Ganze entwickelt. Aber klar ist natürlich, wenn ich das Ganze sauber machen will, ich muss hier das, ne, den entsprechend hinten entsprechend rüberziehen, ich muss das Wasser rüberziehen. Hier unten brauche ich Gott sei Dank nichts zu machen, das kann ich so entsprechend lassen. Hier brauche ich nur den Sand rüberziehen. Also es ist im Prinzip machbar, aber es ist natürlich entsprechend aufwendig. Trotzdem, in den Situationen, wo ich im Prinzip das haben muss, aus welchen Gründen auch immer, kann ich mit dem Clone-Stamp-Tool natürlich sehr viel erreichen. Wichtig zu wissen, bei dem Clone-Stamp-Tool stand heute, ich blende es nochmal auf, wir haben nur drei Eingriffe oder Eingriffsmöglichkeiten. Ich habe die Größe, ich habe die Weichheit, also die Übergänge am Rand, und ich habe die Opazität, also sprich die Stärke, die damit gemeint ist. So, damit kann ich arbeiten. Was ich nicht habe, im Gegensatz zu anderen Systemen wie Photoshop und Affinity Photo, ich habe keine Blend-Modes. Das heißt, ich kann auf Helligkeitswerte keinen Einfluss nehmen und auch mit Strukturen entsprechend arbeiten. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, das, was ich jetzt hier aufnehme, zu drehen. In vielen Fällen, hier habe ich gerade den Vorteil, ich habe hier glatte Flächen und das Ganze. Wenn ich jetzt hier solche Schrägen habe, dann wird es nämlich schon wieder mal interessant, weil dann kann es nämlich sein, wenn ich jetzt strukturierte Bereiche habe, diese hier sind Gott sei Dank unstrukturiert, dass ich ja die Struktur anpassen muss. Also man sieht zum Beispiel jetzt hier hinten, das Ganze ist ja gebogen, wenn ich jetzt hier irgendwas machen würde. Und da ist es natürlich gut, wenn ich jeweils den Winkel sozusagen des geklonten Bereiches, also was ich da reinsetze, der entsprechenden Linienführung anpassen kann. Das geht jetzt zurzeit noch nicht. Trotz allem ist es für gerade solche Situationen, wie jetzt hier gerade beschrieben, doch eine entsprechend große Hilfe. Ist aber aufwendig, wird von mir aber nicht nur bei Luminar, sondern auch bei Photoshop und so weiter sehr oft verwendet, weil es unterm Strich eigentlich die saubere Lösung ist. So, ich hoffe, das hat euch etwas gebracht und ich würde mich natürlich auch mal um eine gewisse Reaktion freuen. Also, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.